Weiter geht meine Reise durch die bayerischen Holzwelten. In der Nähe von Hersbruck haben sich zwei Freunde gesucht und auch gefunden und vor 20 Jahren eine Schreinerei der besonderen Art gegründet. Hallo, Herr Münzenberg. Hallo, Frau Notensteiner. Grüß Sie. Hallo. Hallo, was machen Sie denn da? Ja, ich habe gerade wieder einen Stamm gekriegt, den musste ich jetzt nur ein wenig nachmessen, wie groß der eigentlich ist. Muss ja irgendwie berechnet werden. Ist das jetzt alles dieselbe Baumart? Richtig, das ist jetzt alles Buche. Das ist die Baumart, die wir hier am häufigsten verwenden bei uns. Die haben wir hier überall, die gibt es in den ganzen Wäldern ringsrum. Ist ein schönes, hartes Holz. Gibt es mit Kern, gibt es ohne Kern. Da kann man sehr viel mit anfangen. Ist denn Holz gleich Holz eigentlich? Nee, überhaupt nicht. Holz unterscheidet sich schon sehr stark mal zwischen Weich- und Hartholz. Weich ist in erster Linie viel von den Nadelhölzern. Und wir haben natürlich auch noch ein paar weiche Laubhölzer, die wir jetzt wieder weniger verwenden, weil wir stecken sehr viel Arbeit hier rein, um schöne Möbel rauszubauen. Und dann nehme ich natürlich lieber hartes Holz, lieber wie hartes, eben die Buche oder auch ein Kirschbaum oder Ahorn, um schöne Möbel draus zu bauen, die dann halt auch ein bisschen widerstandsfähiger sind. Sie haben ein mobiles Sägewerk. Wie funktioniert denn das? Das ist ein großer Anhänger, auf den die Säge draufgebaut ist. Mhm. Da werden die Stämme draufgelegt. Das mache ich dann immer. Also der kommt hierher gefahren. Das ist nicht ein Maisägewerk, sondern es gehört halt jemanden. Den miete ich mir sozusagen für eine Woche. Und da hebe ich in die Stämme drauf. Das ist eine Säge, eine waagerechte Bandsäge, die dann immer das Brett, die Bretter in Scheiben runterschneidet. Einzeln. Das hat für mich den großen Vorteil, dass ich in so einem Baum, da weiß man jetzt nicht genau, wie der innen drin aussieht. Ja. Da kann ich dann während dem Sägen entscheiden, was ich jetzt als nächstes für Brett mache. Ob ich jetzt da ein dickes Brett für einen Tisch mache oder ein dünnes Brett für eine Seite oder für eine Front. Wenn es einmal schön lebhaft ist, auch manchmal macht man da ja auch mit Kern noch irgendwas rein. Und da sieht man ja dann auch gleich, ob es gutes Holz ist oder nicht. Genau, genau. Was ist denn jetzt richtig gutes Holz? Wie beschreibt man das? Gutes Holz muss einmal einigermaßen gerade sauber gewachsen sein, möglichst wenig drehwüchsig, damit ich später glatte, gerade Flächen kriege, die sich nicht verziehen. Und dann unterscheidet sich sehr stark natürlich, ob jetzt jemand ein kerniges Holz haben will oder auch mal Was heißt Äste drin. Kerniges Holz? Wenn man es aufschneidet, hat es verschiedene Farben, was man sehr schön als Dekoreffekt in einem Baum, in einem Brett drin verwenden kann. Also eine Maserung? Ja, mehr als die Maserung eben. Die Maserung sind ja nur die Jahresringe. Mhm. Und zusätzlich dazu gibt es aber noch eine sehr starke Verfärbung zwischen eben diesem dunklen Kern und dem Splintholz weiter außen. Und das hat die Buche jetzt eben auch drin. Ne? Und da kann man das dann auch noch unterscheiden, ob einer das so haben will, mit Kern oder ohne Kern. Da kann man sehr viel raussuchen. Und wo lagert ihr dann das frisch geschnittene Holz? Das frisch geschnittene Holz, das haben wir da hinten im Holzlager, wenn ich es Ihnen schnell zeigen darf. Das ist jetzt das Holz, was wir letztes Jahr eingeschnitten haben. Ja. Das sind die Sachen, die ich praktisch zuerst nach der Säge da hinlegt, dass die erst einmal ein Jahr lang liegen können. Deswegen liegen die auch so hintereinander drauf. Ein Jahr lang? Ein Jahr lang lasse ich sie auf jeden Fall liegen. Dicke Sachen manchmal auch länger. Eichen oder so brauchen ein bisschen länger. Und dann werde ich so einen Stapel auflösen und dann kommen sie in die anderen Lager rein, wo ich einzeln mit dem Stapler halt hinkomme, um dann eben mal eine Eiche, mal eine Buche oder eine Elsbeere, was man eben gerade braucht, wo ein Kunde eben zugeschlagen hat, gebraucht wird, verwendet wird, das hole ich mir dann raus und dann kommt es eben in die Trockenkammer rein erst. Was ist denn jetzt eigentlich dran an dieser Tatsache oder der Behauptung, besser gesagt, dass wenn Holz in bestimmten Mondphasen geschlagen wird, dass es dann besser zu verarbeiten ist? Ich habe die Erfahrung gemacht, nein, ich sage es jetzt mal anders. Ich möchte, dass meine Kunden möglichst gute Möbel haben, wo sie keinen Ärger mit haben. Und schaue, dass ich so gut wie möglich und so viel wie möglich Holz nach Mondphasen geschlagen kriege. Mhm. Ich bewerbe es aber nicht, weil, wie gesagt, es gibt eigentlich keine vernünftige wissenschaftliche Erklärung, dass da ein Unterschied ist. Ich habe das Gefühl, es ist ein Unterschied, aber beweisen kann ich es auch nicht. Ich mache es für mich, dass ich das Beste für meine Kunden raushole. Damit sie nachts gut schlafen können, genau. Egal ob Vollmond oder nicht. Genau. Haben Sie denn auch ein Lieblingsholz? Ich persönlich habe eigentlich kein Lieblingsholz. Kein Lieblingsholz? Nee, ich sehe so viele Hölzer in jeder Richtung. Was mir am liebsten ist, sind eigentlich so lebhafte Sachen im Holz drin. So wie wir gesehen haben vorhin, dieser Kern, der, wenn ganz wild geformt ist mit irgendwelchen Verwachsungen oder sowas, sowas mag ich eigentlich am liebsten. Und das kommt halt bei jeder Baumart mal vor. Woher kommt denn Ihre Liebe zum Holz? Was fasziniert Sie an dem Material?
Ja, es ist halt ein ehrliches Material. Es ist ein wachsendes, ein schönes Material, ein griffiges Material. Damit kann man einfach leben. Wenn ich jetzt eine Spanplatte in der Hand habe, es ist furchtbar. Also ich kann es gar nicht mehr sehen und gar nicht mehr anfassen. Es, ich habe zwar früher mal damit gelernt, aber ich bin so weit weg davon, es muss einfach Holz sein. Es muss einfach Holz sein. Ah, da sind Sie ja, die zweite Hälfte der Möbelmacher sozusagen. Hallo. Hallo, Herr Danzer. Hallo, Frau Nottensteiner. Ich hätte einen Wunsch. Oh, das ist ja klasse. Dann gehen wir doch einfach mal zusammen hoch. Super. Gerne. So. Ihr Wunsch? Ich hätte gerne einen Tisch. Aber einen ganz besonderen habe ich mir überlegt. Nämlich einen mit so geschwungenen Beinen. Oh, klasse. Wie groß ist denn der Raum? 6 Meter lang und 4 Meter breit. Okay. Ja, ungefähr. Und die Beine praktisch, dass sie hier so rauskommen. Ja. Den Schwung haben. Das sieht schon und ganz gut aus. Und das von der anderen Seite auch. Ist es denn normalerweise auch so, dass die Kunden kommen und so genaue Vorstellungen haben wie ich? Oder entwickelt ihr das dann? Normalerweise machen wir verschiedene Vorschläge. Wir gehen anhand von Fotos, wir gehen anhand von Zeichnungen und Ideen, Gesprächen. Einfach entwickelt man das so langsam in die Richtung, wo es dem Kunden gefällt. Unsere Aufgabe ist immer, die Vor- und Nachteile der jeweiligen Lösung zu schildern. Also wenn man jetzt bei diesem großen Tisch die Beine außen macht, dann wirkt der Tisch einfach größer, wenn die Beine nach innen gezogen sind oder so wie Sie jetzt die Idee hatten, einfach mit dem geschwungenen Sachen, dann schwebt die Platte. Also genau diese Unterschiede von der Wirkung danach, das vorwegzunehmen, weil das Möbel steht ja noch nicht fertig da, das ist eigentlich unsere Aufgabe als Einrichter. Aber mein Tisch hat jetzt keine Nachteile, oder? Der Tisch hat keine Nachteile, gut. Nein. Das heißt, was wäre jetzt besonders geeignet für so einen massiven Tisch, gerade für so einen großen? Zum Beispiel eine Buche, zum Beispiel ein Ahorn. Aber das kommt jetzt wieder eher auf Ihren Geschmack drauf an. Und wie lange dauert das? Sowas um die 3 Monate. Was würde der jetzt ungefähr dann kosten, wenn er fertig ist? In diesen 3 Metern wird er irgendwo zwischen 2,5 und 3.000 Euro liegen. Also theoretisch würde ich den dann so in Auftrag geben. Nur zu. Das sind ja auch tolle Hölzer hier. Was sind das alles? Ja, das ist eine Buche. Das hier ist sogar eine Elsbeere. Das ist so das Wertvollste, das wir in Franken haben. Und das ist ein Kirschbaum. Klingen die denn auch unterschiedlich? Ich muss zugeben, das ist jetzt nicht so mein Fachgebiet. Das sind wahrscheinlich eher die Instrumentenbauer gefragt, die sowas können. Da haben Sie recht. Und so einen Instrumentenbauer, den haben wir jetzt für Sie. Hören Sie mal genau hin. Ich bin immer noch in Untergrumbach und zwar jetzt in der Werkstatt der beiden Möbelmacher. Sag mal, wie haben Sie eigentlich zusammengefunden? Ach, das war eine ganz lustige Geschichte, die beim Drachenfliegen entstanden ist. Beim Drachenfliegen? Ja, ich komme vom Kajakfahren, der Gunther ist Kletterer. Und beim Drachenfliegen haben wir uns dann zufällig getroffen. Und dann habt ihr gesagt, so, wir zwei machen zusammen eine Firma. Oder wie hat sich das entwickelt? Naja, fast eigentlich. Ich hatte eine kleine Werkstatt, wo ein bisschen Holzspielzeug gemacht wurde und wo auch schon ein paar Möbel entstanden sind. Und der Gunther ist Schreinermeister, der hat einfach die Kompetenz für das Ganze gehabt. Und wir haben geblödelt einfach ganz am Anfang, wie wir uns kennengelernt haben, wir müssten uns doch mal zusammen selbstständig machen. Genau. Und der Gunther hat gesagt, ja, genau. So einfach war das? Im Prinzip war es so einfach. Wer ist jetzt eigentlich für was zuständig genau? Ich glaube, die schönste Formulierung ist, dass ich das mache, was der Gunther nicht mag, und der Gunther macht das, was ich nicht mag. Das heißt, genau? Wir können auch sagen, der Herwig kümmert sich um den Verkauf und um die Beratung und solche Sachen und eigentlich auch um Mediendinge. Und ich bin derjenige, der in der Werkstatt die Sachen fertigt, die er verkauft. Also nicht nur zum Teil mit der Hand fertig, sondern ich bereite halt die Arbeit vor und gebe sie weiter an unsere Also der Außen- und der Leute. Innenminister. Ja, habe ich schon mal gehört. Ja. Wie funktioniert das mit euch beiden? Wie würden Sie ihn denn beschreiben? Als sehr guten Verkäufer. Sehr gut. Macht er das ja. Es hat am Anfang ganz einfach so angefangen, dass er, weil er einfach das ja gut kann, das war gleich im ersten Jahr, hat er Küche verkauft. Und eigentlich haben wir immer gesagt, der das verkauft, das kann er auch bauen dann, so ungefähr. Ne? Nur bauen dann, konnte das nicht, oder? Richtig, er ist zu mir gekommen und hat gesagt, Gunther, sag mal, ich habe da jetzt eine schöne Küche verkauft, kannst du das nicht bauen für mich? Und ich gesagt, okay, ich hätte auch was zu verkaufen, kannst du das machen? Und so ungefähr hat es angefangen. Und da hat sich das so ergeben eigentlich. Das war nie so richtig ausgemacht, sondern eigentlich hat sich das ergeben aus dem, was jeder mal kann. Ne? Und ich kann halt besser schreinern. Was ist er denn für ein Typ? Ein guter Organisator.
Das ist genau das, was man hier braucht. Dass man ja, wenn wir arbeiten ja mit 17 Mitarbeitern. Und da geht es einfach darum, eine vernünftige Führung zu machen, eine vernünftige Organisation zu haben. Und das ist einfach das Entscheidende. Toll. Zeigen Sie mir noch ein bisschen was von der Firma? Na, freilich, gerne. Gehen wir mal durch. Klar. Holz ist in den letzten Jahren in vielfältiger Weise wieder entdeckt worden. Nicht zuletzt dank zahlreicher Pioniere des Handwerks. Neue Kunden braucht das Holz. Deshalb präsentieren sich die Schreiner vom Land für 3 Monate in der Nürnberger Innenstadt. Und wer weiß, vielleicht kann man ja doch die Möbelgiganten ein wenig herausfordern. Oh, da wird gebrutzelt und gekocht. Hallo, hallo. Hallo. Was wird das denn? Das sind Kartoffelchips. Hm. Warum sind Sie denn eigentlich mit den Möbeln in die Stadt gekommen und nicht draußen, ich sage jetzt mal, auf dem Land geblieben? Naja, wir sind ja nur kurz hier und diese kurze Zeit wollten wir einfach nutzen, um ja im Prinzip, dass die Landmäuse den Stadtmäusen mal zeigen, dass man auch richtig aus den Bäumen Möbel bauen kann und vor allem die Vorteile der Einzelhandfertigung zeigen. Also dass man einfach, wenn man gemeinsam ein Möbel diskutiert, wenn man gemeinsam eine Einrichtung diskutiert, eine Küche, dass da ganz was anderes rauskommt, als wenn man durch ein Möbelhaus geht und einfach nur schaut, was gefällt mir nicht. Also diese Einrichtungskompetenz rüberzubringen, das versuchen wir hier in dieser Ausstellung Rohbau exklusiv. Sind es andere Kunden hier in der Stadt als auf dem Land draußen? Es sind auf jeden Fall Kunden, die uns in Unterkrumbach nicht gefunden hätten. Also es sind natürlich kunstinteressierte Kunden, weil ja die Galerie unten ist und die Kunst hier ist. Und das ist eigentlich ein sehr schöner, angenehmer Zusammenhang. Wie sieht denn Ihrer Meinung nach die Zukunft der Holzmöbel aus? Also ist das ein Trend, der sich weiterentwickelt auch? Ja, es ist auf jeden Fall ein Trend zur Natürlichkeit, zur Qualität, zu einem vernünftigen Material, mit dem man sich umgeben will. Also und das da lange schon, hält vor allem auch, oder? Die Langlebigkeit ist für uns ja auch ein wesentliches Argument. Deswegen kochen wir auch in den Küchen, einfach um zu zeigen, sowas hält, sowas macht Spaß. Und da sind wir schon überzeugt davon, dass es Zukunft hat. Das heißt, die Zukunft von Tischlern, Schreinern und Menschen wie Ihnen ist dann gesichert? Selbstverständlich. Die Zukunft ist sicher. Das hört sich gut an. Liebe Zuschauer, wir sind leider schon wieder am Ende unserer Reise durch die Holzwelten. Ich hoffe, Ihnen hat es Spaß gemacht und Sie sind das nächste Mal auch wieder mit dabei. Wenn es heißt, hallo und herzlich willkommen bei La Vita. Bis dahin. Servus. Und ich möchte noch einen probieren. Sie haben Sie da so schön rumgeknuspert hier vor mir. Und was kommt jetzt noch drauf? Salz und Pfeffer. Das kommt dann, du warst wahrscheinlich eins, was ein bisschen mehr Pfeffer.